31. Kapitel. 9. Tag. Es war der letzte Prozesstag und die Luft knisterte förmlich vor Anspannung. Auf dem Weg in den Tempel kam Sylvanas an einem der Goblin-Buchmacher vorbei, die es bislang geschafft hatten, den Pandarenwachen zu entgehen. »Hey, Gnädigste!« sagte der Kerl, die Brille auf seinem breiten, kahlen Schädel ordentlich zurechtgerückt, die Knöpfe an seiner Weste auf Hochglanz poliert. »Sicher, dass ihr nicht auf den Ausgang wetten wollt?« Sylvanas war bester Laune und der Gedanke amüsierte sie so sehr, dass sie tatsächlich stehen blieb und auf den kleinen, grünhäutigen Betrüger hinablächelte. »Wie ist die Quote?« fragte sie mit einem Schmunzeln auf den Lippen. 50-50 und fallen für eine schnelle Hinrichtung. 2-1 für lebenslange Haft und ein paar wirklich faszinierende Quoten für die etwas verrückteren Szenen. Zum Beispiel? Der Goblin konsultierte seinen Notizblock. Mal sehen. 25-1, falls die Geschworenen nicht zu einem Mehrheitsurteil gelangen. 18-1 für einen Fluchtversuch. 50-1 für das plötzliche tragische Dahinscheiden des Angeklagten. Und 200-1 für eine vollständige Begnadigung. Nicht ausgeschlossen die Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit im Waisenhaus von Ogrimmar. Er spähte zu ihr hoch und seine Brillengläser ließen seine winzigen Augen erschreckend groß wirken. Darauf hat wirklich jemand gewettet? Hey, ihr werdet überrascht. Manchmal geschehen die unmöglichsten Dinge. Einmal zum Beispiel habe ich auf der alten Illusionsrennbahn gesehen, wie eine hochglanzpolierte Gnomenrennmaschine trotz 15 Längen Vorsprung in der Kurve das Rennen nicht beendet hat. Die Versuchung war groß, aber Sylvanas wollte nicht das Risiko eingehen, dass sich der Goblin später an ihre Wette erinnerte. Also tätschelte sie ihm nur seinen schimmernden grünen Kopf und ging in den Tempel. Heute Abend, nach den Schlusspädoliers, würden sich die himmlischen Erhabenen zur Beratung zurückziehen und Garrosh würde sein letztes Mahl vorgesetzt bekommen. Sylvanas wusste, dass es grünes Fischcurry geben würde. Das war Garroshs liebste Speise in Pandaria und Vereza hatte bestätigt, dass man sie für ihn zubereiten würde. Was immer also im Gerichtssaal geschehen mochte, es war nichts weiter als Unterhaltungsprogramm. Natürlich würden die anderen grüblerisch die Stirn runzeln, debattieren, argumentieren und sich aufregen. Aber die Windläuferschwestern wussten, wie herrlich bedeutungslos das alles war. Taran Su musste öfter als sonst auf den Gong schlagen, bevor das Stimmengewirr verklang. Wie ihr sicherlich alle wisst, ist heute der letzte Tag des Prozesses gegen Garrosh Höllschrei. Er blickte Turande an. Chu Shao Whisperwind. Gibt es Zeugen, die ihr noch einmal zur weiteren Befragung aufrufen möchtet? Sylvanas fiel auf, dass die Nachtelfe heute eine förmlichere Robe als sonst gewählt hatte. Zweifelsohne in Erwartung eines sicheren Sieges. Unter anderen Umständen hätte Sylvanas ihr die Feier dieses Sieges mit Freuden gegönnt. Nein, Fashua. Chu Shao Bluthuf. Gibt es Zeugen, die ihr noch einmal befragen möchtet? Bane schüttelte seinen gehörnten Kopf. Nein, Fashua. Zur Kenntnis genommen. Vor den Abschlussplädoyers möchte ich die Anwesenden über das aufklären, was sie heute erwartet, damit die letzten Stunden dieses Prozesses nicht zu einer Jahrmarktsvorstellung werden. Die Anklage wird ihr Argument für die Hinrichtung des Angeklagten vortragen. Dann wird der Verteidiger sein Argument für eine lebenslange Haftstrafe vortragen. Im Anschluss daran gibt es eine zweistündige Pause, damit der Angeklagte seine möglicherweise letzte Mahlzeit einnehmen kann, bevor er selbst ein Plädoyer an die Geschworenen richtet, sofern er das möchte. Sylvanas versteifte sich. Was? Sie hatte gedacht, das Curry würde heute Abend serviert werden, nachdem sich die Himmlischen zur Beratung zurückgezogen hätten, nicht schon nachmittags. All ihre Pläne. Sie starrte zu ihrer Schwester hinüber. Sie konnte ihre Miene aus der Ferne nicht deutlich erkennen, aber Vereza schien plötzlich ein großes Interesse an ihrer Tasche zu entwickeln. Sie wühlte darin herum, dann nickte sie und ließ ihren Blitz kurz in die Richtung der Verlassenen hinüberschweifen. Freude verdrängte die kurzzeitige Panik. »Meine liebe Schwester«, dachte Sylvanas, und sie musste ein Lächeln unterdrücken. »Was für ein Gespann wir abgeben werden!« Wie es schien, trug Vereza das Gift jederzeit bei sich. Ihr Plan würde nicht scheitern. Ganz gleich, wann sich der verfluchte Ork seine Henkersmahlzeit in das prahlerische Maul stopfen würde.
Nun, da die Katastrophe abgewendet war, widmete Sylvanas ihre Aufmerksamkeit wieder dem Richter. Taransu musterte gerade mit strenger Miene die Zuschauer. »Ich vertraue darauf, dass es keine Unterbrechungen geben wird. Garros Schicksal wird vor unserer aller Augen bestimmt. Also hat er das Recht zu sagen, was er fühlt und denkt, und sich dafür so viel Zeit zu nehmen, wie er möchte. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt, denn alle, die dem Angeklagten dieses Recht absprechen wollen, werden einen Monat im Herzen des Shadowpan-Klosters verbringen.« Die dunkle Fürstin bezweifelte nicht, dass der Pandaren seine Worte ernst meinte, und auch die anderen schienen das zu erkennen. Zufrieden mit dem Ernst, mit dem seine Worte aufgenommen wurden, fuhr Taransu fort. Nach der Aussage des Angeklagten werden sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen, und sobald sie ein Urteil gefällt haben, werden wir hier wieder zusammenkommen. Chushao Whisperwind, wir sind bereit, euer Schlussplädoyer zu hören. Jaina beobachtete angespannt, wie Turande aufstand, einen Moment ihre Notizen überflog, sie dann sorgfältig zusammenrollte und beiseite legte. Die Nachtelfe wusste, dass viele der Anwesenden nur auf diesen Moment gewartet hatten. Sie hatte die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums und sie ließ sich Zeit. Sie stellte eine schmucklose Tasche aus Runenstoff auf den Tisch, griff ins Innere und zog einen Stein von der Größe eines Eis hervor. »In meiner Eröffnungsrede«, begann sie, ihre gefühlvolle Stimme weithin hörbar, »erklärte ich, dass ich bei diesem Prozess die einfachere Aufgabe hätte. Als Anklägerin musste ich nur Beweise dafür vorlegen, dass Garrosh Höllschrei keine zweite Chance, keine Wiedergutmachung verdient hat. Oder welch anderen Begriff der Verteidiger auch immer benutzt hat, um an euer Mitgefühl zu appellieren.« Noch bevor ich den ersten Zeugen aufrief, gestand Garrosh die Verbrechen, derer er beschuldigt wird. Und, sie lächelte schmal und zuckte mit den Schultern, nun, ich bin sicher, jeder hier kann sich noch an seine Einstellung zu diesem Verfahren erinnern. Ihr Auf und Ab hatte sie zurück zu ihrem Tisch geführt. Sie legte den Stein behutsam ab, dann griff sie erneut in die Tasche und holte einen zweiten hervor. Anschließend fuhr sie fort. Der Verteidiger hat die Frage gestellt, können Personen sich ändern? Und natürlich können sie das. Veränderung liegt im Wesen des Lebens. Aber manchmal verändern sich die Dinge nicht zum Besseren. Ein Baum wächst, sicher. Aber auch Bösartigkeit kann wachsen. Wieder legte sie den Stein auf den Tisch und zog dieses Mal zwei weitere aus der Tasche. »In meiner Eröffnungsrede habe ich Versprechen gemacht«, sagte sie. »Ich versprach, dass sie Garroshs Verbrechen sehen, seine Lügen hören und ihn im Akt des Verrats beobachten würdet.« Sie hielt inne und blickte Jaina direkt an. »Ich bedauere, dass es nötig war, einige dieser Szenarien zu zeigen, aber es war meine Pflicht, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um mein Argument zu unterstreichen.« Sie verbeugte sich und hob die Steine in ihrer Hand vor ihr Herz. Als Jaina begriff, schluckte sie hart und nickte. Turande zeigte keine direkte Reaktion, aber sie wirkte erleichtert. Wieder legte die Hohepriesterin die Steine zu den anderen und holte zwei weitere hervor. Inzwischen formten sie eine kurze Reihe am Rand der Tischplatte entlang und mehr als einer der Anwesenden betrachtete sie neugierig. »Es gab insgesamt 10 Anklagepunkte«, fuhr sie fort. »Und viele von ihnen, die meisten sogar, bezogen sich auf mehrfache Vergehen.« Sie griff nach weiteren Steinen, während sie sprach, und führte sie der geraden, ordentlichen Reihe hinzu. »Völkermord, Mord, die erzwungene Umsiedlung von Volksgruppen, das gewaltsame Verschwindenlassen von Personen, Versklavung, Kindesentführung, die Tötung von Gefangenen, erzwungene Schwangerschaft, die mutwillige Zerstörung von Dörfern und Städten, die weder durch militärische noch zivile Notwendigkeit gerechtfertigt werden kann.« Turande hielt inne. Sie fügte die letzten Steine, die sie aus der Tasche genommen hatte, an die Reihe an, dann hielt sie jeden einzelnen in die Höhe, damit jeder mitzählen konnte.
Hier haben wir 9 Steine. Sie hob den Kopf zu den Rängen und ihre leuchtenden Augen schienen jedes Gesicht dort oben zu erfassen. Vielleicht fragt ihr euch, warum es nur 9 sind, wo ich doch von 10 Anklagepunkten spreche. Nun, das liegt daran, dass diese Steine nicht die Anklagepunkte repräsentieren. Sie wandte sich zu dem Tisch um und nahm den ersten Stein in die Hand. Diese Steine sind mehr als Platzhalter. Sie sind Teile des Landes, das für immer von Garrosh Hüllschreis Untaten gezeichnet sein wird. Dieser Stein zum Beispiel stammt aus dem Steinkrallengebirge. Oberanführer Kromgar ermordete ein ganzes Dorf voller Unschuldiger, um Garroshs Philosophie von einer neuen Horde gerecht zu werden. Wie er das tat? Indem er eine Bombe über dem Ort abwarf. Garrosh tötete ihn daraufhin für seine Ehrlosigkeit. Sie knallte den Stein auf den Tisch und Jaina zuckte zusammen. Ein leises Keuchen der Überraschung durchlief das Amphitheater. Tyrande blickte mit ihren harten, wunderschönen Augen zu den Flüsternden hoch und nahm den nächsten Stein zur Hand. Auf diesem Stein befinden sich dunkelrote Flecken. Er hat viel Blutvergießen erlebt, denn dieser Stein stammt aus der Arena von Orgrimmar. Sie dreht ihn langsam zwischen den Fingern. Der Ort, wo das Mac-Gorah ausgetragen wird. Der Ort, an dem Bane Bluthoofs Vater durch einen Verrat sein Ende fand. Diesen Stein legte sie ganz behutsam auf den Tisch, bevor sie sich dem dritten zuwandte. Dieser moosbedeckte Stein lag einst in Gilneas, dort, wo Garrosh Hüllschrei einfiel und so viele starben. Und dieser hier aus Ashara, dem wunderschönen, herbstlichen Ashara. Heute ist es nicht mehr so schön. Garrosh überließ das Land den Goblins, die es mit ihren Maschinen in ein riesiges Symbol der Horde verwandelten. Nebenbei sorgte Garrosh dafür, dass das Wasser nicht einmal mehr in der Hauptstadt noch trinkbar ist. Sie donnerte die beiden Steine ebenso laut auf die Tischplatte wie den ersten, und Jaina sah echten Schmerz in ihrem Gesicht. Dieser Schmerz wurde noch tiefer, als sie fast andächtig den nächsten Stein in die Höhe hielt. Grüne und blaue Streifen waren auf seiner Oberfläche zu sehen. Eschental, sagte Tyrande, reich an Wäldern und Flüssen und Leben. Eschental, verwüstet von den Orks auf Garroshs Befehl. Austragungsort einer Schlacht, die durch die Entführung von Kindern und den Tod ihrer Eltern noch tragischer wird. Obwohl völlig entrückt, wappnete Jaina sich für einen weiteren Knall, aber stattdessen legte die Nachtelfe den Stein zärtlich ab und strich noch einmal traurig mit der Hand darüber, ehe sie den nächsten aufhob. Dieser unterschied sich deutlich von den anderen, sah mehr aus wie ein Stück Lava auf einem Vulkan, und da erkannte Jaina, woher er stammen musste. Doch Garrosh gab sich nicht damit zufrieden, Ashara und Eschental zu plündern, unberührt vom Tod Unschuldiger, den er zu verantworten hatte. Er wollte mehr, viel mehr. Er glaubte nicht nur, dass die Horde das Recht darauf hatte, zu überleben und zu gedeihen. Nein, er war überzeugt, dass er alles tun könnte, was er wollte, um dieses Ziel zu erreichen, ganz gleich, wer dadurch zu Schaden kam. Sie hielt den Felssplitter in die Höhe. Das hier stammt von einem geschmolzenen Riesen, einem mächtigen Elementarwesen, brutal versklavt und von dunklen Schamanen benutzt, die es nicht kümmerte, ob die Erde, ob dieses Missbrauchs vor Zorn und Schmerz schrie. Und all das nach dem Kataklysmus. Noch 3 Steine waren übrig. Jaina sah sich den nächsten an. Er war grau und rund, wie Fels, der jahrhundertelang von Wasser glatt geschliffen worden war. Tyrande nahm ihn zwischen ihre Finger, so behutsam, als wäre es ein rohes Ei, und richtete ihren Blick direkt auf Jaina. Der Erzmagierin stockte der Atem. Sie spürte, wie Caligos Hand sich um ihre schloss, so sanft, so bereit, sie zurückzuziehen, falls sie keinen Trost von ihm wollte. Jaina sah ihn nicht an. Sie konnte ihre Augen nicht von diesem schlichten Stück Fels losreißen.
Stattdessen öffnete sie ihre Hand und schlang ihre Finger um seine. Terramor, sagte Tyrande, ihre Stimme voller Emotion. Jedes weitere Wort war überflüssig. Sie presste sich den Stein an ihr Herz, bevor sie ihn auf den Tisch zurücklegte. Danassus, erklärte sie dann und griff nach dem vorletzten Stein. Heimat der Nachtelfen. Geschändet, als die Sonnenhäscher Dalaran betrogen und ihre Magie nicht zum Wohle dieser Welt einsetzten, sondern mit ihrer Hilfe die Götterglocke stahlen. Und nun der letzte. Das Tal der ewigen Blüten, sagte die Anklägerin, dann ließ sie ihre Stimme im Stich. Jaina wusste, dass es nicht gespielt war. Ein uralter Ort, so lange vor der Welt verborgen. Erst vor kurzem wurde uns seine Schönheit gewahr, doch jetzt ist er so verwüstet, dass es eine weitere Ewigkeit dauern mag, bis er wieder in voller Blüte steht. All das verdanken wir Garrosh Höllschrei und seiner unaussprechlichen, unstillbaren Gier nach Macht für einen Teil der Horde. Tyrande wirbelte herum. Ihr Zorn und ihre Leidenschaft waren in jede straffe Linie ihrer starken, geschmeidigen Gestalt gebrannt. Was würde so jemand wohl tun, wenn er eine zweite Chance bekäme? Doch nur weitere Zerstörung für die Welt bringen, nach mehr Macht streben, noch mehr Verbündete verraten. Himmlische Erhabene, eure Weisheit übersteigt unser Verständnis. Ich dringe, ich flehe euch an. Verurteilt Garrosh zum Tod für seine Verbrechen, an seinen Feinden, an seinen Verbündeten. An dieser Welt selbst. Er wird sich nicht ändern. Er kann sich nicht ändern. Für ihn gibt es nur Hochmut und Gier. Solange sein Herz schlägt, wird er Pläne schmieden. Solange er atmet, wird er morden. Sie holte tief Atem und erhob sich zu ihrer ganzen, eleganten Größe. Setzt ihm ein Ende. Setzt ihm ein Ende. Jetzt.